Er verschiebt sein Statement. Na, ist ja auch scheißegal. Dann gucken wir uns halt das Just Nero-Video an. Zu Leroys Statement. Und schon wieder ein neuer Skandal. Ist für mich auch großartig, weil dann können wir wieder Leroy in eine Toilette packen. Auf dem Thumbnail auf YouTube. Das ist halt mega witzig, ne? Leroy in einer großen Toilette. Mega fetzig. Ich möchte kurz anmerken, ich bin in diesem Video möglicherweise nicht ganz sobri. Anders gesagt, ich habe mir tonnenweise Medikamente in den Kaukürbis gedrückt, um überhaupt konzentriert in die Tasten hacken zu können. Sonst wäre meine Position nämlich statt vor meiner Rumpelkiste in der Waagerechten gewesen. Ich muss an der Stelle eine Sache sagen, ne? Ich finde es ja... Tasten hacken zu können, sonst wäre meine Position... Ich finde es ja grundsätzlich in Ordnung, wenn Leute ihr Gesicht nicht zeigen möchten und sich dann lieber so ein Anime-Bildchen verwenden, ne? Aber warum um alles in der Welt muss denn da diese Merkel-Windel getragen werden? Also sind wir jetzt schon so weit, dass sogar Anime-Figuren den Maulkorb tragen? Und nämlich statt vor meiner Rumpelkiste in der Waagerechten gewesen. Na, das lästige Leierlied unseres Lieblings-Leroy. Aus Trotz hat er selber mal gesagt, ist jetzt tatsächlich keine ernst gemeinte Frage von mir gewesen. Also, mich stört das tatsächlich nicht. Das war jetzt nicht so. Aber trotzdem danke für die Richtigstellung. Da grinst er mich schon wieder an, ey. Oh Gott, Leroy Matata. Es läuft endlich weiter. Was rede ich mir eigentlich für einen Quatsch direkt am Anfang des Videos zusammen? Direkt erstmal alle potenziellen Zuschauer verschreckt. Ich hätte auch einfach sagen können, als drei Danke. Dankeschön. Dass die Matata-Staffel endlich fortgesetzt wird. Jedenfalls hat er am 16. November verkündet, ein Statement bezüglich den Vorwürfen zu ihm zu bringen, die gerade im Raum stehen. Heute ist übrigens der 28.11., 21.30 Uhr und Quo Vadis Statement. Ich wollte mir eigentlich das Statement anschauen, aber ich kann mir das Statement nicht anschauen. Wie ein Tisch. Warum er ein Statement 12 Tage im Voraus ankündigt, fragt mich nicht. Ich habe mir auch schon den Denkapparello darüber zermartert. Vielleicht interviewt er nochmal jemanden, wegen dem er Kritik kassiert hat. Ich... hab keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Leroy lieber nicht wieder ins Klo langen sollte. Sei es jetzt mit Uneinsichtigkeit, Heißbrei-Geschwafel um die Kritik drumrum, dem Aufhängen an Nichtigkeiten, also quasi so ein Video wie dieser komische Meinungsblogger Kaspar mit dem Anime-Avatar, der immer über ihn vom Leder zieht. Mal kurz Real Talk, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht zum Punkt komme. Ich stelle mich wahnsinnig inkompetent an, was das angeht. Auf jeden Fall hoffe ich, jetzt mal ganz ernsthaft gesprochen, dass das ein vernünftiges Statement wird, weil ich Leroy nicht unbedingt für den YouTube-Satan schlechthin halte und ihm eine Reputation Regeneration gönnen würde. Ich gönne ihm, dass es ein Placement ist. Ich fände das mega geil, wenn das Statement-Video ein Placement wäre. Das wäre für mich richtige Dedication. Wenn man sich denkt, das werden so viele Leute anklicken, jetzt auch nochmal den Lawnmower von Manscape. Ne? Das wäre geil. Vorausgesetzt natürlich, es erfolgt eine Besserung nach einem stabilen Statement. Oder drei Statements. Emma Matratze, Manscape und ein VPN nochmal am Ende. Das wäre mega geil. Statement. Wenn er weiter dem Kurs folgt, den er gerade runterbrettert, naja, dann ist er halt selbst schuld, wenn einige viele keinen Bock mehr auf dieses Debakel haben und es weitersuchen. Ich erlaube mir mal frecherweise eine Prediction abzugeben für sein Statement, über was er so reden wird. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nur über die Kritik seines Gasts vom Beinverlängerungsvideo sprechen wird. Beziehungsweise, dass den größten Teil der Stellungnahme in Anspruch nehmen wird. Ich veranstalte jetzt übrigens eine kleine Verlosung im Gegenzug für Interaktion. Ihr könnt via Timestamp skippen oder gucken, wann der Balken unten abgelaufen ist, falls ihr kein Interesse habt. Um den Algorithmus zu pushen, schreibt mir mal einen Kommentar mit euren Vermutungen, was innerhalb seines Statements passieren wird. Der am nächsten dran liegt, bekommt eine 100 € Guthabenskarte eurer Wahl. Ich melde mich dann unter dem Kommentar, den ich rausgepickt habe. Da manche Sachen 100%ig mehrfach vorausgesagt werden, nehme ich den detailliertesten Kommentar, was Achtung natürlich hochgradig subjektiv ist, und der zuerst kam. Also andere Sachen einfach nur copy-pasten. Das funktioniert nicht. Die Aktion endet, wenn er sein Statement auf die Öffentlichkeit losgelassen hat. Achso, und ich würde mich übrigens mega freuen, wenn ihr das Video hier liked oder disliked, wenn es euch überhaupt nicht zugesagt hat. Das hilft dem Algorithmus nämlich auch. Ja. Real Talk, danke an jeden Einzelnen, der mit meinen Videos interagiert. Und deswegen werde ich ab jetzt einen Tim Kellner Fankanal aufmachen. Ne? Die Anzahl an Dislikes, die du von Tim Kellner Fans bekommst, ist der absolute Knaller. Das ist der absolute Knaller, wirklich. So, die lesen Tim Kellner, du lädst das Video hoch und die disliken das. Ist mega geil. Ist mega geil, ey. Ohne euren Support wäre ich einfach... Ohne den Support von den Tim Kellner Fans wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Sage ich euch so, wie es ist. Nichts. Gar nichts. Zurück zum Thema. Ich gebe euch gleich eine Auflistung mit Kritikpunkten, zu denen Leroy sich meiner bescheidenen Meinung nach äußern müsste. Das sind Punkte, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben und einfach bei vielen kleben geblieben sind, weil nie etwas dazu gesagt wurde und das seine Zuschauer halt nervt, wie Sand in der Unterbuchse oder Härchen, die ins T-Shirt gesegelt sind, nach dem Friseurbesuch. Doch vorher muss ich nochmal etwas zu meiner Leroy-Kritik loswerden.
Und zwar möchte ich mich entschuldigen. Ich habe in einem vergangenen Video sein Werbegewinnspiel-Placement kritisiert. Einer meiner Kritikpunkte war die Bewerbung von diesem Massagepistolenvertreiber. Ich lag da nicht kategorisch falsch, allerdings muss ich ganz ehrlich einräumen, dass ich dazu dick aufgetragen habe. Ich habe das Ganze etwas zu dramatisch kritisiert. Ich stehe nach wie vor zu 100% dahinter, dass 150 Euro aufwärts ein absolut bodenlos unverschämter Preis für etwas, was du bereits für 5 Euro erwerben kannst, ist und man das als großer Influencer hinterfragen sollte. Allerdings habe ich die Gewinnmarge zu hoch angesetzt. Wenn wir die billigste Massagepistole nehmen, mag die von mir genannte Marge vielleicht richtig sein, aber für die, die in seinem Gewinnspiel verscheuert wurden, habe ich halt keine handfesten Beweise für den Einkaufspreis. Abgesehen davon hat das Video doppelt so viele Aufrufe wie der Rest im Schnitt. Da merkt man die Werbung zu Weihnachten. JK, Video ist gelb. Nee, das Video ist grün. Tim Kellner Videos sind grün. Gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Extra heute nochmal nachgeschaut. Das Tim Kellner Video ist grün. So grün wie Ricarda Lang. Preis, weil ich die Menge, den Mengenrabatt, den Initialpreis etc. nicht kenne. Es war einfach unprofessionell von mir, direkt vom Worst Case auszugehen. Ich habe halt gesehen, dass es auf 3 verschiedenen Seiten mehrere Angebote für Massagepistolen um die 5 Euro. Ah nee, schade. Wenn ich sage so grün wie Ricarda Lang, dann ist es ja gelb. Das ist jetzt eine falsche Metapher gewesen. Ricarda jetzt wird ordentlich konsequent abgeschoben. Lang ist ja jetzt nicht so grün. Sie ist so grün wie, jetzt fällt mir natürlich kein Grüner ein, der tatsächlich grün ist. So grün wie mein Papa in den 90ern. Gibt und habe meine Rechnung deswegen mit dem Preis aufgestellt. Auf Amazon zum Beispiel gibt es eine dem beworbenen Produkt sehr ähnlich aussehende Knattertröte für 28. Das ist immer noch ein kolossaler Preisunterschied, 28 Euro bei Amazon oder 150 bei dem Leroy-Gewinnspielkerl, ne? Aber es ist wahrscheinlich eben nicht so drastisch wie im Video von mir beschrieben. Mir fehlen die Daten, um spezifischer zu werden, ganz einfach. Für diese nicht handfeste Kritik will ich mich sowohl bei Leroy als auch bei seinem Placement-Partner entschuldigen. Was das potenzielle Risiko der Vibrationswummen angeht, bin ich aber immer noch skeptisch, weil es genügend Expertenmeinungen aus dem Sektor gibt, die darauf hingewiesen haben, im Umgang mit den Massiermopeds vorsichtig zu sein. Boah, Alter, diese Aufnahme, ich bin so außer Puste. Ohne Mist, Corona hat mir so die Ausdauer genommen. Entschuldigung. So, wo war ich gerade? Also an der Stelle nochmal, ich bitte um Verzeihung, das war hochgradig unprofessionell von mir. Das war halt einer von vielen Punkten, die ich gemacht habe. Im Zuge der Gewinnspielkritik gab es aber immer noch die andere Partei. Die kommen in die Gruppe Investment-Tipp-Fraktion. Und natürlich das Proxy-Bewerben von dem Krypto-Casino. Die Kritik hingegen steht zu 100%. Das ist in meinen Augen einfach ein absolutes No-Go gewesen. Es folgt Akt 2 dieses Videos. Leroy loben. Es gibt tatsächlich ein paar gute YouTuber-Sternchen, die ich ihm verleihen will. Punkt 1. Er hat das Video mit Michael, dem Kerl, der Hunde toll findet, runtergenommen. Ob das jetzt an der massiven Kritik lag, es gab glaube ich über 30.000 Dislikes, oder ob das auf Anfrage des im Video vertretenen Partners passiert ist, ich kann es euch nicht sagen, aber im Endeffekt zählt, dass er doch endlich mal reagiert hat. Vielleicht wollte ja auch Michael, dass das Video gelöscht wird, der wurde nämlich nach meinem Video angezeigt. Was relativ einfach war, weil sowohl sein Klarname als auch alle dazugehörigen Daten super leicht auffindbar waren. Sehr gut. Leroy hätte das Video in erster Linie so oder so nicht uploaden sollen. Die Kritik dazu kennt ihr ja bereits. Ich checke auch nicht, warum er das getan hat. War das Ragebaiting? Ich meine, er hat den Knallkopf Michael schon mal eingeladen. Und auch damals wurde das alles andere als gut aufgenommen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf die Schnapsidee kommen kann, denselben Fehler nochmal zu begehen. Exakt denselben. Jedenfalls konnte Michael durch das Video angezeigt werden, was ich durchaus begrüße. Das war jetzt eher so ein Mischmasch aus, hä, bist du doof, Kritik und Einsichtigkeit. Traurig irgendwie, dass ich solche Selbstverständlichkeiten loben muss. Aber man nimmt, was man findet, wa? Lob Nummer 2. Die Kritik an Leroy ist ja wirklich massiv im Moment. KuchenTV, Saschka, Alpha Kevin, Kaiser, ich und viele mehr. Von uns allen wurde in seine Richtung gerantert. Unter anderem wegen Ingrid. Ingrid ist eine nette ältere Dame, die an Altersarmut leidet und in einem von Leroys Videos vertreten war. Ich glaube, war Ingrid nicht auch diejenige, wo er gesagt hat, ich gehe von Funk weg, weil ich möchte halt mehr Charity machen? Das erste Video war Reich gegen Arm, wo da Marc Eggers und sie halt hingesetzt wurden. Nein. Marc Eggers? Mit Marc Gebauer, ne? Ist doch Marc Gebauer, nicht Marc Eggers. Naja. Herr Jenkins hat bei seinem Funkaustritt den Punkt gemacht, dass er Funk ja verlassen möchte, freier in seinen Möglichkeiten zu sein, Charity. Was er tatsächlich ist. Manche krumm genagelten Bretter, die er da rausgehauen hat, wären unter Funk nämlich mit garantierter Sicherheit nicht so erschienen. Viele, inklusive mir, fanden es halt absolut unverschämt, den Vorwand, dass man ja keine Spendenaktion starten kann, als Grund für das Funk ist ein Dovi-Doof-Mann-Video zu nehmen. Genauer hat er Ingrid als Beispiel genommen, weil er ja so gerne Spenden für sie gesammelt hätte. Buhu, er konnte es nicht. Das ging ja auch überhaupt nicht über seinen damals noch 1A laufenden Zweitkanal oder über seinen extrem reichweitenstarken Instagram. Stand
Statement am 28.11. mit Lukas Podolski im Stadion. Er hat Forbes 30 under 30 im fucking Instagram-Profil stehen. Was ein peinlicher Lappen, ey. Mein lieber Scholli. Account, ne, ich sag nur, rumgeheuchelt ohne Ende halt. Jetzt, nachdem er super oft angegriffen und kritisiert wurde, hat er endlich eine Spendenkampagne für Ingrid gestartet, um ihm zu helfen. Da es leider so spät kam und er als Bitte mögt mich wieder Bait aufgefasst wurde, hat das Video auch dementsprechende Bewertungen. Scheiße, Mann. Oh, scheiße. Trotzdem ändert das nichts an dem Sachverhalt, dass da einem Menschen sehr geholfen wurde. Ingrid leidet leider wirklich sehr stark an ihrer Altersarmut. 800 Euro Rente ist, wenn wir die aktuellen Verhältnisse betrachten, wirklich fatal. Inflation, Preisexplosion, Döner nicht mehr unter 7 Euro. Ich war lange eine Dönerpreisbremse an der Stelle. Selbst wenn das ein mögt mich Bait war, einem Menschen, der in der Tinte sitzt, so zu helfen, ist etwas Positives, was man aus meiner Sicht nicht weg. Wie sieht denn das mit veganen Dönern aus? Sind die auch so teuer? Ja, leider. 6,50. Ja, das ist halt frech, ne? Fucking, ich bin sowieso dafür, vegane Produkte, rein pflanzliche Produkte, müssen von der Steuer befreit werden. Fucking alles. Fucking alles. Wir müssen die Leute mit finanziell wirtschaftlichem Zwang zum Veganismus drängen. Das funktioniert an vielen Stellen schon, aber noch nicht so gut, wie es sein könnte. Er quatschen kann. Ich möchte mich sogar daran beteiligen, die Spendenaktion. Ich hatte in Kassel einen für 9 Euro. Ein Döner. Ein Döner für 9 Euro. Ne. Ey, ich verdiene ganz gut Geld, ne? 9 Euro für einen Döner mache ich nicht. Will ich nicht machen. Ich sagen, will ich wieder umdrehen und gehen. Und ist deshalb unten verlinkt. Es wäre halt toll, wenn man das Problem in größeren Skalen anpacken könnte. Ja gut, Weidensee-Kalender kam gestern an und der ist größer als gedacht. Ist ein Riesenteil. Ja, ist ein Riesenteil. Ist ein schöner Kalender. Ein sehr schöner Kalender. Aber das sind auch noch ein paar zu haben. Ein paar sind noch da. Also wenn ihr noch einen gut Weidensee-Kalender haben wollt, ne, auch für euch auf YouTube, ne? Also wahrscheinlich wird es auf YouTube dann schon ausverkauft sein. Aber ihr könnt noch mal gucken. Vielleicht gibt es ja welche zu haben. Gut Weidensee ist ja der Lebenshof, für den wir seit über 2 Jahren hier die Scheiße rausballern. Da gibt's den Kalender fürs Kalenderjahr 2024. Da könnt ihr für 25 Euro könnt ihr euch den erwerben. Einige wenige sind noch da. Sehr guter Kalender. Kauft den. Eine Frage, dessen Lösung nur unsere Politik bieten kann. Lob Nummer 3. Ich habe in meinem Video über den Soldatenopa, der bei Leroy gehockt hat, Folgendes gesagt. Es wäre schön, wenn es dann auch noch ein Interview geben würde, das einen Überlebenden der Gräueltaten zu Wort kommen lässt. Das würde wahrscheinlich auch besser ankommen. Das ist nun tatsächlich auch passiert. Auch reichlich spät und erst nach einem Kritikplatzregen. Aber er hat es gemacht und meiner Meinung nach müssten sich dieses Video mehr Menschen ansehen. Deshalb habe ich es euch auch unten verlinkt. Auch bei dem Video war die Bewertung relativ katastrophal. Ey, ich glaube, das Video sollte sich niemand, das ist wie Mein Kampf, sollte man nicht unkommentiert gucken. Ne? Schaut euch Reactions zu dem Video an von Leuten, die wissen, was Nationalsozialismus gewesen ist und was das eigentlich für ein Verbrecher ist, der da sitzt. Aber schaut euch dieses Video auf gar keinen Fall so an, wobei das sage ich jetzt euch, so, euch muss ich es ja auch nicht sagen. Was ich irgendwie schade finde. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mir dieses Video selber noch nicht in Gänze angeschaut habe, weil ich es ehrlich gesagt einfach übersehen habe. Bei mir auf dem Kackdorf bekommst du nicht mal einen veganen Döner, es sei denn, du willst ein Brot mit Salat ohne Soße. Ist doch geil, Alter. Also jetzt mal ganz ehrlich, kauf dir doch ein Salatbrot und mach dir dann zu Hause noch ein bisschen vegane Mayo drauf, fertig ist der Lachs. Ist doch geil. Wenn in dem Video jetzt keine ultrakritischen Dinge passiert sind, verstehe ich die Bewertung nicht. Man sollte... Oder du kaufst dir einfach einen fucking veganen Döner, also einfach nur ein Dönerbrot mit Salat und machst dir dann zu Hause selber noch Scheiße rein. Ist doch auch geil. Ja die Videos individuell bewerten und nicht die Hupsis, die in anderen Videos begangen wurden, auf das nächste projizieren. Vielleicht rührt die Bewertung aber auch wirklich daher, dass das Ganze eher gezwungen wirkt und nur der Beschwichtigung dienen würde. Von der Denkweise bin ich allerdings kein Freund. Genau solche Videos sind der Grund, warum ich Leroy mal abonniert hatte. Das soll es aber auch erstmal gewesen sein. Jetzt präsentiere ich euch eine Auflistung von Hoppalas, die ihm passiert sind, von denen ich mir wirklich kleine wünschen Hoppalas. Würde, dass sie in seinem Statement angesprochen werden. Winzig kleine Hoppalas. Ja, zu Fragenhagel. Ich schmeiß euch jetzt 5 Punkte um die Ohren, zu denen ich mir eine Antwort wünschen würde. Ich weiß, es gibt gefühlt 50 mögliche Kritikpunkte, aber ich will hiermit auch noch irgendwann fertig werden. Frage 1. Hinterfragst du deine Placements und Werbung ausreichend, Leroy? Es mag verlockend sein, da eine solche Reichweite wie die deine unter garantierter Sicherheit einen ganzen Batzen Kohle abwerfen wird, aber bist du nicht teilweise etwas zu weit gegangen aus deiner eigenen Empfindung? Beispiel Krypto-Casino um eine Ecke? Es gibt ja nicht nur dieses fragwürdige Placement. Mich würde interessieren, wie du dazu stehst. Frage 2. Hinterfragst du deine Gäste und vollziehst du oder dein Team halt einen Background-Check? Bei vielen deiner Interviewpartner liegt nämlich einiges im Argen. Ihr wollt übrigens nicht wissen, wie viele mich angeschrieben haben, weil es
Probleme bei LeRoy gab, aber das ist eine Angelegenheit für ein anderes Video. Ein paar aktuelle Beispiele sind halt Gäste wie Sarah Secret, der Kudamm-Raser, der Soldaten-OP, übrigens was ihn betrifft, habe ich eine interessante Info bekommen, ein Familienangehöriger. Er hat Hitler gesehen. Rüriger hat sich nicht gemeldet. Sollte das Thema nochmal aufkommen, könnte ich da einen Nero-esken Monolog halten. Aber warten wir erstmal ab. Ganz im Generellen, wieso überprüfst du nicht, wen du dir da hinsetzt, oder ist es dir einfach egal? Man könnte dir wahrscheinlich 20 Gäste nennen, über die du dreimal hättest nachdenken sollen. Das wäre 60 Mal nachdenken, das ist schon viel gefordert, oder? Frage 3. Was sagst du im Nachhinein zu deinem Beinverlängerungsvideo? Sein Gast hat ihn relativ scharf kritisiert und das ganze Vorgehen seiner Videos offengelegt. Unter anderem, dass er sogar debattieren musste, um seinen Fahrtweg bezahlt zu bekommen. Man kann da natürlich mit Aufmerksamkeitsökonomie argumentieren. Du tauschst deine Zeit und Präsenz gegen Reichweite von LeRoy und LeRoy verdient sich wiederum eine goldene Nase damit. Aber dennoch wäre es in meinen Augen besser, seinen Gästen die Reise zu finanzieren, gerade wenn man Placements im Video hat. Ist ja nicht so, als würde man jetzt unbedingt Verlust damit machen. Frage 4. Solltest du deinen Moderationsstil nicht etwas überdenken? Wenn eine Intervention gefordert ist, schweigt LeRoy stellenweise wie ein Stein. Wenn er wie ein Stein schweigen sollte, interveniert er, sogar teilweise echt deplatziert. Mhm. Kritische Fragen sucht man vergebens. Und, bla bla bla. Meiner Meinung nach ist sein Moderationsstil nicht gerade das Gelbe vom Ei. Schon fast auf Markus Lanz Level. Frage 5. Wie stehst du heute zum Funkaustritt? LeRoy hat sich damals, als er Funk verlassen hat, nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Das hatten wir gerade schon. Ich verlinke euch einige Videos dazu, was er da abgezogen hat. Ging nämlich, ne, ihr wisst, wo es nicht mehr drauf ging. Was das angeht, könnte ich auch schon wieder in einen absoluten Monolog verfallen. Aber das Ding hier soll, wie gesagt, nicht ewig lang werden. Ich habe ohnehin schon genügend gesabbelt. Deswegen einfach die Frage, was sagst du jetzt im Nachhinein zu deinem Funkaustritt? Wait, das war's? LeRoy. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch mal... Boah, das war aber ein Filler-Video, oder? Männer werden tatsächlich oft für Körpergröße runtergemacht. Es gibt natürlich Online-Werbung. Tatsächlich ist Körpergröße ein Männlichkeitskriterium und viele kleine Männer nehmen sich das sehr zu Herzen und wenn sie dann die finanziellen Möglichkeiten haben, lassen sich dann zu so riskanten Operationen hinreißen. Reinen Tisch macht mit dem Bedränge, Herr des Sklaven wachet auf. Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger, alles zu werden.